Hallo meine Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen entspannenden Folge Dredge. Meine Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut und schön, dass ihr heute alle wieder dabei seid. Wir machen heute, beziehungsweise schauen wir heute mal, dass wir hier an dieses dritte Teil noch rankommen. Ihr wisst ja ganz genau, wir haben hier im Inventar noch den widerlichen Köder Nummer 2. Da müssen wir dann dieses Seeungeheuer noch da drin, ich sag mal, festnageln und dann fliegt wieder die Mörsergranate da drauf. Und dann haben wir hoffentlich hier Ruhe. Dann bin ich mal gespannt. Hier haben wir noch eine kaputte Brille, die könnten wir auch mal zum Lager reinpacken und so weiter und so fort. Aber sonst sind wir eigentlich leer. Es ist früh 6 Uhr. Das heißt, wir können hier ganz, ganz entspannt heute mal losfahren. Ich bin mal gespannt, was uns heute erwartet. So, dann denkt mal bitte dran, wir sind hier, fahren hier einfach rein. Dann fahren wir dann links, also beziehungsweise östlicherseits wieder und dann immer Richtung Norden. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier oben dann irgendwann mal auftauchen, beziehungsweise dieses Monster zu Gesicht bekommen. Also machen wir jetzt Folgendes, wir legen ab. Und dann gucken wir einfach mal rein. Ne? Hier ist es dann. So, das Monster hat man schon. Hier könnten wir auch noch jede Menge Fische holen. Ja? Also wir könnten schon noch hier voll reingehen. Wir hatten ja gesagt, wir fahren jetzt hier lang. Ne, dann haben wir ja hier vorne nur noch den einen großen Weg. Ja, sind wir schon in der richtigen Richtung. Aber, hey, die Pilze, die machen gar nichts, cool. Sind wir jetzt hier irgendwie richtig? Ja, sind wir. Aber das Monster ist nicht da. Wir werden das Ding hier zumindest mal einslotten. Ja, darunter schwimmt ein kleines Behältnis. Wir bestücken dieses Behältnis. Oh Gott. Da ist es. Schaut mal. Und bam. Und die Granate fliegt. Hahaha. Sensationell. Im Inneren befindet sich der Kadaver eines Geistfressers. Guck mal, also den nehmen wir mit. Boah. Und jetzt müssen wir zum Fischer. Ne? Jetzt müssen wir dann wieder zu dem Typen aufbrechen. Also müssen wir ganz vorne durchfahren. Oh nein, oh nein. Bevor wir das aber machen, holen wir uns hier noch ein bisschen Stuff ab. Guck mal. Das brauchen wir ganz klar. Wir haben noch eine Chance, guckt mal. Das ist Bestand ist jetzt niedrig, das heißt, entweder ist es jetzt vorbei, ich wollte gerade sagen jetzt vorbei, oder spätestens dann beim nächsten ist der Schöpf zu weit. Ja gut, dann ist es halt so. Jetzt gucken wir nochmal außen rum. Also hier schwimmen noch ein paar Fische rum. Hier hätten wir auch noch ein paar Fische. Da auch noch ein paar. Hier hinten gibt es leider nichts mehr. Okay, hier ist das Ding, das ist einfach nur zerstört. Und dann war es das hier, ne? Also alles gut. Okay, weiter vor. Stopp, stopp. Ja. Und dann suchen wir uns mal ganz in Ruhe, suchen wir uns mal die Stellen, die wir hier noch dredgen dürfen. Da gibt es garantiert noch zwei, drei Stellen, wo wir hier noch quetschen dürfen. So, dann sind wir da, meine Lieben. Also, gucken wir mal. Der Flieger, wie läuft das so? Ich habe da den Kadaver, den ich gerne... Dann wollen wir mal sehen. Fischklumpen aus dem Inventar entfernt. Du wirfst den blutigen Kadaver dem Flieger vor die Füße. Seine Augen glitzern vor sadistischem Vergnügen. Er beugt sich hinunter und sticht mit dem Messer in das weiche Fleisch. Es teilt sich unter seiner Klinge und gibt den Blick auf einen metallischen, glänzenden Gegenstand frei. Er reißt den Gegenstand aus dem Fleisch der Kreatur und hebt ihn hoch. Du erkennst, dass es eine Halskette ist, überzogen von blutigem Schleim. Wir haben das Relikt entdeckt, mein Lieben. Wir haben es geschafft. Nun, Fischersmann, Glück für dich. Dafür wirst du von einem Sammler ein hübsches Sümmchen bekommen. Hier, warum nimmst du es dir nicht? Dankeschön, du musst diese Objekte nehmen. Nehmen wir. Danke. Er tritt von dem Kadaver zurück. Sein Gesichtsausdruck wirkt melancholisch. Tja, das war's dann wohl, schätze ich. Was musst du jetzt tun? Ich weiß, ich dachte, ich würde dich bitten, mich von hier wegzubringen, aber es ist mir doch zu einer Heimat geworden. Es fühlt sich nicht richtig an, meine Brüder hier zurückzulassen. In der Zwischenzeit können die spezielle Köder für dich entwickeln. Das würde deine Erträge erhöhen.
Kannst du für mich ein paar Köder herstellen? Hm, hier, das ist von anderen Ködern übrig geblieben, den wir gemacht haben. Ein gemischter Köder, eine kleine Portion Köder, damit kann man alle möglichen Arten anlocken. Okay. Fähigkeit freigeschaltet Köder. Wirf einen Köder ins Wasser, um lokale Arten anzulocken. Das ist ja geil. Richtig, jetzt könnten wir wieder etwas Frisches machen. Ich brauche zuerst etwas Fisch. Jede Art kommt in Frage. Aber je mehr du mir bringst, desto mehr Köder kann ich machen. Ist okay? Okay, erstmal nicht. Gut, dann vielen Dank und bis bald, mein Freund. Und wir, meine Lieben, gucken mal, dass wir hier in die Außenbereiche nochmal reinfahren. Und dann hier, ne, in die Außenbereiche, da habe ich so einen kleinen Anker da gelassen. Da müssen wir doch nochmal schauen, dass wir dort noch ein ganz kleines bisschen hier dredgen können. Ja, das könnten wir auch noch so ein bisschen schöner sortieren, ne, finde ich. Also das hier könnten wir dann mal hier reinräumen. Das hier dann so hier. Das ist der Strahlantrieb, okay. Das hier dann hier rein. Guckt mal, wie viel wir dann in der Zwischenzeit wieder Platz haben. Da sind wir richtig. Wir müssen jetzt links und dann an dem kleinen, an diesem kleinen Inselchen irgendwie rumfahren. Oh, hier gibt es auch noch was Schönes, guckt mal. Ja, Schatten in der Tiefe, das ist, glaube ich, Metall, ne? Mal gucken, was wir noch brauchen, um die nächsten Plätze bei uns freizuschalten. Nochmal Metall. Oh, das war knapp. Ey, das ist echt knapp, die Dinger. Leider erschöpft, ne? Gut. Langsam, langsam. Ach, dann sind wir auf der Seite, okay. Ja gut, ist ja auch nicht so schlimm, ne? Haben wir hier noch eine Möglichkeit? Sind das Fische oder was sind das? Gucken wir mal. Ja, das sind Fische. Hier, das habe ich gemeint. Das ist, glaube ich, diese kleine Insel, ne? Da durchfahren. Langsam, langsam, langsam. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Schön entspannt, schön entspannt. Wir haben Zeit. Wir haben echt Zeit. Uns rennt hier nichts davon. Die Monster sind weg. Wir hätten hier noch ein paar Fische, die wir verkaufen können. Aber das hat sich erstmal erledigt. Und hier, ne, schaut mal, das würde ich sehr, sehr gerne mitnehmen. Denkt dran, bitte, es ist 0 Uhr 5. Geht übelst schnell vorbei, die Zeit, schaut mal. Also wir könnten es jetzt sogar so machen, dass wir eine Nacht komplett durchdredgen mit allem drum und dran. Hier, schaut mal, 5.34 Uhr. Das heißt, es wird gleich wieder Tag. Und das hatte ich eigentlich so ein ganz kleines bisschen im Sinn. So wie es aussieht, war es das hier, hä? Oh, geil. Was hätten wir denn da? Oh, das ist so ein großer, okay. Hätten wir da die Möglichkeit... Nee. Also einen könnten wir noch zurückwerfen. Oh ja, das ist er. Schaut mal, ein Wirbelstürmer. Das ist ein normaler. Und erschöpft. Alles klar. Gut. So, dann war es das hier. Dann würde ich mal sagen, hier könnten wir ja auch nochmal anlegen. Ja, wir fahren erstmal raus zu der guten Frau ans Ponton. Betrachte die... Nee. Schaut mal, da hinten gibt es auch noch was. Da hinten schwimmt auch noch so ein bisschen was im Wasser rum. Auf der Seite, ne? Wir gucken gerade hier auf die Gegenseite. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwie mal reinkommen. Tatsächlich. Ich glaube es nicht. Wir haben hier auch noch was. Okay, hier schwimmt noch was rum. Merkt es euch mal bitte. Hier gibt es noch einen Fisch.
Hier gibt es auch noch Fische. Okay. Hier gibt es auch noch... Boah, geil. Also, hier gibt es noch jede Menge. In dieser kleinen... an dieser kleinen Bucht. Wir fahren immer außen rum und besuchen erst einmal die gute Frau. Ist auch wieder mal Fisch, ne? Was ist denn das? Das Wind. Oh, das ist eigentlich, das ist hier, wie es aussieht, ist das nur Wind, oder? Ja, das ist an dem kleinen Ponton gewesen. Da sind wir ja schon angefahren. Da waren wir ja schon da. Ja, das ist das Ding gewesen. Okay. Da muss man sich erstmal zurechtfinden. Wir fahren hier also rum. Wow, wir haben... Ne, eins fehlt noch. Hier haben wir den Bann, hier haben wir die Manifestation. Bannformel kann Böses fernhalten. Eine Eile. Hier, Köder, ne? Wer weiß, wer, danach, wer dann aufkreuzt. Geil, wirft den Köder über Bord. Wir nehmen mal den Speed, ne? Ist echt geil gemacht. Ist schon richtig, richtig geil. Ja, ob wir jetzt da reinfahren und hier ein kleines bisschen die Abkürzung nehmen oder da draußen irgendwo vorbeifahren, ist eigentlich völlig egal. Gut, wir sind wieder bei der Dame angekommen. Jetzt gucken wir mal, jetzt machen wir mal Folgendes. Gucken wir mal, was bei uns im Netz drin ist. Boah, so viele Fische. Okay, jetzt gehen wir rein. Also, als erstes, rein ins Schwimmbock. Was brauchen wir denn noch? Verbesserung kaufen 1500. Und jetzt schaut mal. Bam und bam. Zusätzliche Slots eingerichtet. Guckt euch das mal bitte an. Und wir gehen gleich wieder auf die Slots rein. Möchte gerne noch ein bisschen Metall. Noch ein paar. Etwas Holz hier rein. Stoffe fehlen auch noch jede Menge. Ne, ihr seht es gerade. Und vielleicht haben wir Glück und wir haben im Lager noch ein bisschen was. Verbesserung. Das sind 4 Frachtplätze, die wir hier noch hinzufügen dürfen. Hier gibt es noch 2 Angelplätze, 2 Motoren und 1 Scheinwerferplatz. Und dann hätten wir hier das Ding komplett abgeschlossen. Schaut mal bitte, wie groß das, wie groß jetzt dieser Laderaum ist. Fantastisch. Rein in den Fischmarkt. Und dann würde ich sagen, alles komplett verkaufen. Ja, super. 200 Kohlen gemacht. Das Ding müssen wir wieder, da müssen wir uns wieder runterboosten oder müssen wir uns wieder runterporten. Und wir fahren aber nochmal hier hoch, oder? Wir fahren nochmal hier raus, weil ich möchte gerne auch da draußen die Sachen getratcht haben. Ich möchte das auch gerne auf mein Schiff mit reingebastelt haben. Da hat man ja gesehen, dass es dort noch zwei Teile gibt, die wir uns holen können. Hier hinten kommt wieder der Posten. Jetzt wäre halt die Frage. Ich würde sagen, wir fahren innen lang. Okay, das ist nur ein Fisch. Hier, geil. Oh, wieder Metall. Ich glaub's nicht. Irgendwann ist unser Lager, das ist irgendwann sowas von... Das ist sowas von voll. Guckt mal, wie lange das dann dauert mit dem Dredgen. Guckt einfach mal hier oben auf die Zeit. Das ist vielleicht so ein ganz kleines bisschen, wie soll ich das sagen? Wenn ihr nicht zurückkommt an den Ponton und ihr wollt die Nacht halt zwar hier draußen verbringen, aber seid euch unsicher, gerade mit den ganzen Monstern und den ganzen vielen verschiedenen Sachen, die uns halt hier so Albträume bereiten, dann bleibt einfach hier und lasst euch immer mal hier treffen, ne? Von diesen Zwischenstücken. Und dann geht nämlich die Zeit weg. Und ich wollte es euch einfach nur mal zeigen. Guckt mal. Wir haben es nämlich auch geschafft. Und es ist 6.21 Uhr. Guckt mal. Also das ist schon gar nicht so verkehrt, finde ich. Kann man hier draußen nämlich ja trotzdem Zeit verbringen.
Befindet sich aber nach wie vor hier im Dredgen drin. Und da muss man sich keine Gedanken machen, wenn man hier an einem Stück sicheren Land ist. Oder, ja, an einem Stück sicherer Seite. Dass man hier angegriffen wird von irgendwas. Oder von irgendwelchen Albträumen heimgesucht wird. Oder, ihr kennt es ja, ne? Ja, das war's. Also, so wie es aussieht, sind wir hier durch. Wir könnten uns wieder zurückporten, wenn wir möchten, ne? Wenn wir Bock haben. Was sind denn das hier für Fische? Ja, okay. Hier sind auch welche. Habe ich ganz entfernt gesehen hier. Ja. Gut. Dann war's das. Dann würde ich Folgendes machen. Wir fahren nochmal vor zu der guten Frau. Nehmen wir die Eile am Start, fahren nochmal vor zu der guten Frau, verkaufen dann alle Fische, alles was wir bis jetzt so, geil. Okay, wow. Den könnten wir uns holen, wisst ihr das? Den hätten wir uns holen können. Also der war zumindest markiert, als wie... da gibt es auch garantiert eine Möglichkeit, sich so einen Wal zu holen. Okay, die Delfine können wir uns nicht holen, das war klar. Ist aber auch nicht schlimm. Ne, wir beeilen uns zumindest mal, dass wir hier mal wieder Richtung Ponton kommen, Richtung den klapprigen Ponton. Dann legen wir an, verkaufen einen Fisch, schlafen aus, fahren wieder runter zu dem guten Mann, übergeben dieses Teil, übergeben die Halskette und dann bin ich mal gespannt, wo uns dann hinschickt. Und dann, meine Lieben, gehen wir dann schon in die nächste Folge rein. Also es hat mega Spaß gemacht, auch hier gerade diese Monster so ein bisschen... ein ganz kleines bisschen zu ärgern, also diese großen Seeungeheuer, was hier so rumgeschwommen ist. Ah, das sind wieder so große, ne? Das sind so richtig dicke Brocken. Schaut euch diese Klopfer bitte an. Einfach angucken, Wahnsinn. Leider. Leider könnt doch, wenn wir den Eimer nehmen, könnten wir uns noch einen holen. Aber es ist kein besonderer dabei, ne? Ah, gut, okay. Ganz ehrlich, wir haben gemacht, was wir konnten. Klar, jetzt kommen wieder diese Teile. Hier ist der klapprige Ponton. So, da ist das Licht. Das ist ja geil. Was ist denn das hier? Nein, 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 nein. Boah, war das fies. Habt ihr das gesehen? Alles klar. Alles klar, wir haben das verstanden. Es ist angekommen. Nein, lasst uns bitte nur dahin. Und dann legen wir an. Und dann schlafen wir zumindest mal einen kleinen Augenblick. Boah, kommt erstmal ausruhen. Boah. Okay, das hat riesen Spaß gemacht. Dann gehen wir rein in den Fischmarkt. Was machen wir hier? Alle Fische verkaufen. Sehr gerne. Dann haben wir auch im Netz keine mehr drin, ne? Und so weiter und so fort. Was wir noch machen könnten? Wir könnten zumindest mal so ein bisschen was reparieren, ne? Alles für 72 Kohlen. Die haben wir ja da, das ist kein Thema. Im Lager drin, guck mal. Also wir haben jede Menge Metall. Wirklich, wirklich jede Menge Metall. Einen Stiefel, das könnten wir auch dann so ein bisschen verkaufen. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde erstmal rein ins Schwimmdock. Und wir haben hier noch zwei Metalle, die wir hier noch einsetzen müssen. Also wird unser Lager schon wieder ein kleines bisschen leerer.
Gut, hier hätten wir noch ein Forschungsteil. Guck mal einmal. Und jetzt schauen wir doch mal rein in die Werft. Ja. Gucken mal, was die gute Frau im Angebot hat. Ja, Motoren und so weiter. Boah, ein Glühlampenfeld. Okay, das werden wir verkaufen. Und dann werden wir hier das einbauen. Innerhalb von 3 Stunden. Bam. Gut, schön. Und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, jeden Tag so ein Forschungsteil zu kaufen. Das heißt, irgendwann früher oder später hat man das tatsächlich durch. Das ist kein Thema. Sprengladung gibt es auch jeden Tag eine. Und ja, ne, dann ist es halt so. Also, 9 Uhr. Ich würde jetzt Folgendes machen. Wir sind hier fertig. Alles entfernen. Zack. Und dann würde ich sagen, wir teleportieren uns wieder runter auf die Schwarzwaldsinsel und übergeben jetzt die Halskette. Okay? Dazu müssen wir einfach nur ablegen. Und dann müssen wir uns... Moment. Dann müssen wir uns... Nebel holen. Manifestation, ne? Geil. Und dann sind wir hier bei dem Typ. Wir legen an. Da bin ich mal gespannt, was er uns zu sagen hat. Also, verfeindetes Anwesen. Dann gehen wir mal rein. Du betrittst das Haus. Du hast die prächtige Halskette bei dir. Der Sammler bemerkt sie beinahe sofort. Ein herausragender Fund. So etwas verlangt nach einem Ehrenplatz in meiner Sammlung. Er wischt mit der Hand über den zugerümpelten staubigen Tisch, in dessen Ecken sich Kerzenwachsreste sammeln. Er platziert die Halskette vor sich auf dem Tisch. Wahrscheinlich hat er so hier alles erstmal weggeräumt und hat so viel geilen Platz gemacht, dass er wirklich das Ding erstmal genau in die Mitte von dem Tisch hinlegen kann. Und ich nehme an, als du erwartest jetzt eine Belohnung dafür. Einmal mehr öffnet er das Buch, Staub wirbelt auf, als er daraus vorliest. Du fühlst dich plötzlich schwach, aber du stehst da wie angewurzelt. Deine Knie drohen nachzugeben. Fähigkeit freigeschaltet, Antrophie. Fange sofort einen ganzen Fischbarm. Als er zu Ende gelegen hat, spürst du, wie das Blut langsam zurück in deine Beine fließt und deine Brust von einem Gefühl der Stärke durchströmt wird. Wir sind so nahe dran, meiner Sammler. Es fehlt nur noch eins. Ein Teil. Ich schlage das ja nur ungern vor, aber die Abyssalebene vor dem Teufelsgrat ist ein vielversprechender Kandidat. Dort würde ich mein Glück versuchen. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas? Herzlichen Dank, wir brechen jetzt auf. Und jetzt schauen wir doch mal auf der Karte, meine Lieben, wo das ist. Und zwar hier ist der Teufelsgrat. Da geht's los. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich dieser Pendant ist, aber guckt mal bitte, wie weit dieser Teufelsgrat hier ist. Hier ist der Windstrang und hier, wie es aussieht, ist der Teufelsgrat. Ne, hier so an der Seite. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir könnten... Doch, das geht so. Könnten wir das irgendwie zentrieren? Markierung platzieren. Ja, komm, eine Fahne ran. Und dann würde ich sagen... Au. Es ist halt... Also manchmal... Naja. Mit der neuen Fähigkeit, meine Lieben, ist es möglich, hier einen ganzen Fischwarm zu fangen. Oh ja. Okay, passt auf. Jetzt würde mich mal Folgendes interessieren. Wenn wir jetzt hier reingehen... Aber wie fängt man jetzt einen ganzen Schwarm? Na egal. Die Körbe sind bestimmt auch randvoll. Die haben wir ganz am Anfang hier mal abgelegt. Korbprüfen, benötigt Reparatur. Ja, das war klar. Gut, dann lassen wir das mal so, wie es ist. Wir sind hier mal wieder angekommen. Bei unserem eigentlichen Zuhause, da wo alles losging, in Großmark. Und wir könnten jetzt trotzdem mal wenigstens mal alle Fische verkaufen, so wie es ist. Und schnell mal durchreparieren, den ganzen Spaß. Moment, entschuldigt bitte. Ne, zur Schiffsbauerin. Dieser purpurne Schipper am Himmel scheint verschwunden zu sein. Alles fühlt sich nun ruhiger an, sanfter. Hast du das bemerkt? Ja, habe ich. Habe ich tatsächlich bemerkt. Okay. Wir reparieren alles. Und dann zurück in die Stadt. Und wir legen heute auch wieder ab, weil ich möchte mit euch... Heute schon zur letzten Location fahren. Ich habe da so Bock drauf. Und jetzt gucken wir dann einfach mal.
Wir sind ja völlig falsch. Wir müssen hier raus. In nördlicher Richtung. Und dann fahren wir gleich. Es klang gerade nicht so toll. Es klang gerade überhaupt nicht so gut. Aber ja, wir nehmen es jetzt mal so hin. Guck mal, hier ist auch noch irgendwas. Hat man das schon? Der 1 zu Liter rum, versuche ins Heck zu gelangen. Oh, geil. Ja, komm, nehmen wir. Wir nehmen alles mit. Stoff nehmen wir mit. Hier gibt es noch ein Forschungsteil. Hier gibt es noch Perlen. Hier, was ist denn hier kaputt gegangen? Wahnsinn, geil. Dankeschön. Super. Da waren wir doch aber erst. Guck mal, was man hier noch dredgen kann. Wir waren hier doch erst. Wir haben ja doch auf dem, auf Stahlspitz bzw. an den Insel dran, hat man doch das ganze Zeug erst abgegraben. Wir werden hier jetzt mal hier unten, werden wir so ein Symbol setzen. Ne, hier an der Insel dran. Da wollen wir gerade so hinschauen. Hier. Dann werden wir hier auch so eine Markierung platzieren. Fragezeichen. Gut. So geht's auch. Und dann können wir hier wieder ganz entspannt zurückfahren. Wisst ihr das? Und wir, meine Lieben, begeben uns hier hin. Guck mal, hier fahren wir hin. Schade, dass wir das dort oben auf dieser kleinen Karte. Schade, dass das nicht angezeigt wird, ne? Dass wir uns hier nach Teufelsgrad begeben. Boah, guckt euch mal das an, wo es hier hingeht. Schaut es euch einfach mal nur an. Und mich würde auch mal interessieren, wie man diese Summen in Felsen, wie man die auslösen kann. Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht haben wir Glück und wir kommen hier an irgendeinen Ponton. Wenn nicht, machen wir es mal so. Haben wir hier irgendwie... Ne. Man kann hier leider erstmal nicht so speichern, wie ich es gerne hätte. Aber wir sind richtig. Wir fahren wirklich richtig. Boah, das wird noch eine heftige Nummer. Das wird... Ich schwör's euch, das wird noch eine heftige Nummer. Eine Schlangenmakrele. Alles klar, alles klar. Da drüben. Schaut mal, da drüben ist ein Ponton. Da geht's los. Da will ich hin. Da will ich sehr, sehr gerne hin. Aufgewühltes Wasser, vulkanisch. Alles klar. Das funktioniert leider nicht. Das war klar. Und wir sind zumindest mal angekommen. Boah. Hallo. So, dann gehen wir mal rein. Ab und zu musst du die Körbe hochholen und fliegen lassen. Ja, das stimmt. 2 Tage haben wir noch. Im Lager ist auch ganz, ganz viel. Schaut mal bitte, wie viel Stuff mittlerweile hier in dem Lager drin ist. Das ist Wahnsinn. Echt heftig. Können wir noch irgendwas von unserer Fracht mit reinhören? Ja, können wir. Das können wir ins Lager jetzt auch. Die Forschungsteile gerne auch. Dieser Köder. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir gehen dann gleich mal ins Schwimmdock und gucken mal, ob wir vielleicht noch hier und da eine Kleinigkeit hier. Ja, geil. 2 Stücken Stoff, 1 Holz. Hätten wir das? Wir haben leider nur 1 Stück Stoff am Start. Schade. Aber ganz ehrlich, ist besser als nichts. Dann könnten wir das noch reintun. Und dann würde ich mal sagen, meine Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Hier geht es in der nächsten Folge weiter. Wir sind am letzten Story Hub angekommen. Und ich bin gespannt, wo uns der Spaß hier noch hinführt. Ne? Dann bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit einschaltet. Hier bei Dredge. Ciao, ciao.